Jetzt muss ich mal kurz gucken. Was war eigentlich unser Plan aktuell gerade? Wir wollen auf jeden Fall wieder aufbauen. Wir wollen einfache Contracts spammen. Wir haben noch 11 Leute. Masumodo, warum habe ich dich eigentlich mitgenommen? Ach so, weil du Resolve hast viel. Aber ich habe eigentlich einen guten Bannerlord hier. Mit Jorn. Warum habe ich dich mitgenommen? Du warst nicht mal gut und du warst sau teuer. Achso, weil du auch mal P hast vielleicht, aber Fatigue. Fatigue sagt ja, du wirst Battleforged werden, wenn du so viel Fatigue kriegst. Ach, scheiße. Hans? Hans habe ich noch gar nicht benannt und der hat sogar 3 Sterne Melee-Defense. Der ist actually nice. Actually fucking nice. Hans muss man noch benennen. Dann den brauchen wir einen neuen Ricky, glaube ich. Ricky ist, glaube ich, zuletzt gestorben, ne? Ah, ich bin tot. Ja. Das habe ich irgendwie vergessen. Dann ist das mal erstmal Ben. Wobei, ne, wenn erst Ricky. Der zweite natürlich. Sacred, Drawn Bannerlord, Sono. Achso, Sono lebt ja noch. Danushka, Sotilux, Felix. Und Xan haben wir noch hier hinten rumlungern. Der halt gerade üble Verletzungen hat. Ja, nicht allzu viel Gold, nicht allzu viel Rüstung, Muni und sowas. Das ist alles irgendwie kacke. Und hier ist irgendwie alles auch ziemlich teuer. Das ist ja. Boah. Boah, aber 21 Verkaufswert. Also verkaufen könnte man hier ganz gut. Ja. Dann verkaufe ich, glaube ich, mal den ganzen Bogen hier. Armbrust meine ich natürlich. Ja, Leute anheuern können wir jetzt nicht mehr. Habe ich hier einen einfachen Contract? Hallheim Nordwesten. Hört sich eigentlich okay an. Ist halt nur am Arsch der Welt. Dann kriegen wir halt keine gute Kohle. Gehen wir mal nach Sandstadt und gucken, ob es da einen guten Contract gibt. Auf geht's. We need to be paid more for this. Follow the tracks in the Sandstadt. Return the Tome of an Arcane Tome of Knowledge. Das hört sich eigentlich machbar an. For the tracks east of Sunstone. Das sind wahrscheinlich Undead dann, oder? Oder zumindest Necromancer-Dingens. Thieves, aber die werden trotzdem den Necro das übergeben wollen. Hier geblieben. Ah, ne, wir haben nur 7 Thieves. Oh, Raider alle, na gut. Aber wir haben den High Ground. Und sie haben keine. Der ist gefährlich. Sie haben kaum Schilde. Sie sind alle vor mir dran. Die Schweine. Wir werden hier hingehen wollen, um mit Rotfeder den zu blocken, damit der mit Danushka werfen kann. Würde ich sagen. Ne, wir müssen hier Spear holen, falls sie näher ran wollen. 51, zack. So, du musst mal hiermit unterstützen. Und Sono geht hier hin und haut dir einen direkt auf den Korb. Nice. Geil. Das geht gut los.
Sehr schön. Sehr schön. Oh, das ist nicht so smart. Ich hätte mir schon noch Dinge tun können. Na gut. Sotilux, verteidigst da. Ich vermute mal, hier unten ist geregelt, deswegen gehst du mal hier hoch. Okay, 54er gehittet. Was ein Arsch. So. Du gehst dann hier rum, weil du den da unten holen willst. ...38, 28. Schade. Schade. Sehr schön. Wir stechen zu. ...59, 47. Wir fallen auf dich. Sehr schön. Du hast einen Nachteil, deswegen blockst du hier einfach nur. 35 und 24, ey. Das ist ja wenig erfolgreich. 79. Roll dann eine 85 leider. Könnt ihr da reinziehen, witzigerweise. Er versucht mir mein Schild wegzuhacken, dieser... So, erstmal den aufschlitzen, der jetzt rennt. Sehr schön. 19, 42. Ach, dammit. Das ist doch dumm, dann da unten zu gehen, wie ich ihn hier reinziehen will. Kann ich direkt hier rüber pieksen? Geil. Batz. Den kriege ich eh for free, den Hit. Können wir, glaube ich, hier mal hier hingehen und hier nochmal reinpieksen und den machen und den machen. Wir haben alle, hier geht's richtig rund jetzt. Also wenn Sacred hitten darf, holy shit. Ah, du hast nichts mehr für, 20 und 40. Nehmen wir den mal kurz weg für den Moralcheck. Der rennt nämlich schon. Schade. Also Tillux kann einiges ab. Nein, wir haben nichts mehr zum Werfen. Tot. Wir schauen, was er mal so macht, ey. Einfach zack, tot. Zack, Peaks. Geil. Also der Kampf lief gut. Solche Kämpfe brauche ich mehr. Hallihallo, Jean. Jean, dir geht's immer noch gut. Du hast voll die... Ja, du hast voll die hohe Moral. Oh, sehr gut. Wir haben das Schwert bekommen. Und generell so viel bekommen. Aber es gibt vielleicht in kurzen News. Weil du hast voll die hohe... Den hohen Geist. Mentale Widerstandskraft. Aber es gibt vielleicht einen Grund dafür. Vielleicht. Nur so ein bisschen. Ja. Aber du gibst den Umgebenden immer 10% von deiner mentalen Widerstandskraft ab. Von daher ist das super. Oh, wow. Wie geht's dir? Was macht die Woche bei dir gerade? Huch. Also solche Contracts brauchen wir mehr. Halten wir das mal fest.
Deutlich mehr. Erstmal die Leute hier einen ausgeben. Ja, ein bisschen Initiative weniger ist okay. Oh, wir haben ein Level-Up. Marsumoto, was will ich mit dir machen? Ja, eigentlich Battleforge, weil HP und Fatigue. Würde ich sagen. Dann brauchst du aber Brawny eigentlich. Auf jeden Fall ist das ein geiler Roll. Das ist ganz gut. Und Fatigue, I guess. Aber wir haben eigentlich gerade aktuell Fatigue. Ganz gut. Die haben wir plus 2, das ist schon ganz nett. So. Gestern beim Bowling Knie vertreten. Das ist unangenehm. Da wünsche ich dir gute Besserung. Aber du warst beim Bowling. Geil. Da war ich ewig nicht mehr und ich habe beim Bowling immer das Problem. Ich würde mich dabei gerne unterhalten, aber dieses konstante Durchwechseln unterbricht jegliche Unterhaltung ständig. Das nervt mich. So, Marsumoto. Geben wir dir einfach Shield Expert? Damit die Leute weniger die Schilde kaputt machen können? Würde ich ja fast sagen. So, Shield Expert oder halt Recover. Weil der hat wirklich viel Fatigue, wenn die mal voll sein sollte. Wobei das ist halt ein super, super Nischen-Ding. Eigentlich Brawny brauchst du auf jeden Fall, wenn wir dir mit Battleforge begegnen wollen. Dann, genau, Initiative und Fatigue Penalty reduced. Eine Karawanenmission ist eigentlich auch ganz geil. Need to pay more for this. Escort Karawan to Ogna. Das ist aber weit weg. Also das ist wirklich weit weg. Das ist da. Gut, von da kommen wir aber in Tannenheim, Westholz, da haben wir auch schon ein bisschen was gemacht. Sollte das eigentlich okay sein. Wir haben 4K, wir brauchen aber Sachen zum Reparieren. Ja, wir brauchen halt Sachen zum Reparieren. Ich weiß nicht, was ich da machen soll. Ja, alles 20% teurer. Ja, geil. Moment, aber es gibt einen Tempel. Da könnte man Xan, der noch ein ganzes Stück. 1 bis 3 ist ja nicht so schlimm. Minus Skill. 1 bis 3 minus Maximum Fatigue. Ich werde dafür nicht zu viel ausgeben. Wir bräuchten aber eigentlich bessere Rüstung. Bessere Kopfrüstung, mehr Heater-Shields, aber das ist halt alles super teuer. Was zockst du eigentlich gerade so, John? Bist du noch voll in Dota drin, oder? Wie sieht das aus? Bist du bei anderen Spielen angekommen? Wir haben jede Menge von diesen großen Schilden hier tatsächlich inzwischen. Eigentlich, wenn die Leute so viel... Ich habe doch hier Leute mit hohen Fatigue-Wert, da kann ich eigentlich so ein großes Schild geben. Hallo? Hier, du hast doch so viel Fatigue dafür, dass du schon ein Schild hast, dann kriegst du jetzt so ein großes Schild. Batz! Weil, bessere Verteidigung. Wie viel hast du? 73. 56, 79. Du hast schon ein großes Schild. Du hast auch ein schweres Schild. Protato, Civ 6 und Tropico. Sag mir sogar alles was. Ja, bei dir ist das irgendwie Quatsch. Und die andere hat nicht so viel Fatigue, dass ich sagen würde, jo, das können wir machen. Verkaufen mal die doppelten Sachen hier. Weil der Preis hier ja ganz gut ist mit 21 oder 22, 23 sogar, holy. Können wir hier mal ein paar Sachen verkaufen, die wir gerade nicht brauchen, weil eh doppelt und dreifach vorhanden. So. Dann haben wir 4K tatsächlich. Brauche ich noch so viele Rüstungen? Weiß ich nicht. Und so viel von diesem Spinnenzeug. Hab damit echt nichts angestellt. Naja.
Ja, wie gesagt, ich bräuchte eigentlich bessere Rüstung, aber die ist hier, glaube ich, gerade unfassbar teuer. Solche Rüstungen bräuchte ich tatsächlich. Das ist auch geil. Das ist eine 650, die Rüstung ist 650 wert, kostet 1100. Die kostet 800, kostet 1300. Das wechselt irgendwie nicht mehr so sehr. Okay, hier. Okay, vielleicht kann ich einfach nicht rechnen. Vielleicht bin ich einfach ein bisschen AFK. Zero Escape Games im Angebot geholt. Ist vielleicht was für dich? Zero Escape Games, Moment. Was? Bei Steam? Ich habe nur eine 2K Publisher Aktion. The Nonary Games. Ich glaube, ich muss erstmal Persona durchspielen, bevor ich hier noch ein weiteres Anime-Game anfange, ehrlich gesagt. Da bin ich tatsächlich gerade dabei. Ich spiele gerade Persona 5 auf meinem Steam Deck. Und da muss ich sagen, auf dem Steam Deck ist das awesome. Also tatsächlich richtig awesome. Wir werden auf jeden Fall eins davon mitnehmen müssen, weil wir fast nichts mehr haben. Und wir haben auch fast keine Munition mehr, also brauchen wir auch Muni. Ich habe keine Romance bis jetzt. Ich habe keine Romance in Persona 5 bisher. Ich habe mir keine gegönnt. Alter, sogar das hier, ne? Ja, er hat Ember's Trade Roots, aber das müsste tatsächlich theoretisch weggehen. Und wir nehmen das jetzt an. Let's go. Haben wir hier noch jemanden, den wir anheuern wollen? Ein Grave Digger glaube ich eher nicht. Hier haben wir noch eine Karawanenhand. Minus 1 Vision Strong. Der hat extra Fatigue. Der kriegt HP. Das wäre halt wieder ein Tank. Was mit dir? Du bist nicht zwangsläufig ein Tank. Du kannst schon ordentlich zuhauen. Aber ich glaube, ich brauche eher Tanks tatsächlich. Aber das ist halt nur ein Stern in allem. Der kriegt halt immer drei davon. Der kriegt insgesamt 30, das ist aber 85 Melee-Skill. Insgesamt. Ansonsten wären hier noch ein potenzieller Bowyer, noch ein Rangy. Resolve and in battle with Greenskins. Aha. No Mortar triggered upon losing hit points. Death Wish. Ja, der hat ja kein Talent für seinen Ferndingsbums. Teamplayer. Der ist leider auch. Der hat Tankstats. Der hat literally Tankstats. Mit dem Talent, der hat dann zu wenig Fatigue tatsächlich für einen guten Tank. Wenn wir uns mal hier den angucken, der mit 103 startet. Und noch extra Fatigue hat, also mit 113 Fatigue startet. Der könnte halt wirklich die schwersten der schweren Rüstungen tragen. Und hat noch ganz gut HP. Und Resolve ist auch okayisch, der Skill ist okayisch. Na, wir nehmen den jetzt mit, komm. Ja, wir haben keine Tanks so richtig. Dann bist du jetzt Ben. Ich stelle mich jetzt vorne rein und tank den Scheiß. Muss halt nur erstmal überleben, die ganzen Kraben. Gib mir schon mal dat. Schwert haben wir schon, aber wir können uns ein besseres Schwertchen geben. Oder wir einfach einen Spear. 30 bis 45. 95% effective against armor. Ich glaube, das macht trotzdem insgesamt mehr armor damage. Und hittet ganz gut. So. Haben wir erstmal so ein bisschen die schwersten Sachen gegeben, die wir so haben. Das hätte ich gerne auch repariert. Nee, das vielleicht nicht. Das aber auf jeden Fall. Und das halt zum Austauschen, wenn wir irgendwie mehrere Kämpfe auf einmal machen müssen. Hier war doch eigentlich ganz gut der Handelspreis. Da können wir doch den Müll hier wieder verkaufen, den wir jetzt nicht mehr brauchen. So war's da. So, ja, jetzt müssen wir mich halt noch irgendwie erstmal hier so dahinter stellen. Let's go.
Also ich bin bei Persona 5 jetzt gerade an der Stelle, dass ich den dritten Palace fertig habe. Allerdings noch nicht das Ergebnis weiß, was da rausgekommen ist. Ja, und... Und die auch so die Mechaniken von wegen dem Fusionsalarm und sowas gekriegt habe jetzt erst. Childish giggling wakes you from a nap. You rise up to see that some of the food is gone and the only evidence as to where it departed is a field of still moving tall grass. Thinking fast, you take up a sword and follow its trail. Unfortunately, it isn't long before you are lost in the midst of enormous stalks of green that paddle against your face with every rush of wind. A giggling doesn't stop, however, and you hear the pitter-patter of footsteps cross behind you and then in front. A voice speaks, sounding like a child deep in a well. Chasers! Over here! Chasers! 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 Chasers now! You suddenly feel no urge to retrieve the grain. You slowly put your sword back in its sheath and back out of the field. As you stare into the tall grass, it begins to part slowly like a piece of leather being torn at the seams. You hear horrible cries as each stem cracks in half. Ben startles you when he asks what it is you are doing. You turn to look at him, then turn back to the field, which sways gently to a breeze. Instead of answering, you just tell him to get ready as he'll be marching again very soon. Thankfully, the mercenary does not inquire about the missing food. Okay, irgendwas, was nach Kindern klingt, was aber irgendwas anderes ist wohl, hat uns Essen geklaut. Einfach auf dem Weg. Krass. Irgendwelche Geister oder sowas. Das ja, sehe ich jetzt schon Dinge, ja. Als Anführer in der ganzen Kacke. Das ist natürlich bitter. Hier ist... Was ist hier passiert, ey? Das ist so krass. Ach, Barbarians. Ja, die werden jetzt... Ach ne, die raiden da? Ne, jetzt gehen sie doch auf uns. Aber Reavers sind eigentlich okay und Warhounds, denke ich. Ja, die kommen halt nämlich direkt ran und wir warten mal. Damit wir noch. Wir können halt nicht laufen, weil der Hund halt direkt Leute bindet, ne? Aber die haben eigentlich relativ wenig Defense. Der ist gefährlich mit seiner Zweihandbums da. Sie ist halt immer vor uns dran. Du hast noch nicht so viel Defense-Skill, ne? 40, also 40 ist schon ganz okay. Weil wir wollen hier ran, um ihn dann zu hauen. Das ist natürlich doof. Und du wirst dann bitte auch nicht auf uns. Hund. Ach nö. Du wartest nochmal kurz. Vielleicht kann jemand an den Hund. Ja, sehr schön. Batz. 71, 4 Sam. Das hat getriggert. Sehr schön. Der kann da stehen bleiben, denke ich. Dammit. Dammit, da haben wir verfehlt. Weil er kann wechseln und trotzdem. Das ist. Ah, die geht jetzt außen rum. Das ist natürlich schlecht hier. Da muss Ricky das übernehmen. Würde ich sagen. Der ist immer noch. Vor dem habe ich Angst. 56, 57. Sehr schön. Hier sind wieder eins zurück, weil wir müssen das da, wie gesagt, übernehmen. Oder Rotfeder übernimmt den. Ja, der kommt nicht bis dahin. Scheiße. Weil ihr im Weg steht. Oh, dammit. Haut sie kaputt. Sehr schön. Das läuft ja relativ gut.
Hallo. I got the high ground now. So, wir können hier, der ist gefährlicher, würde ich sagen. Deswegen piekst mal den kaputt mit Jordan. Okay, und der macht nichts. Nice. Sehr schön. Ich sage, die sind eigentlich ganz okay. Sollte es vielleicht nicht zu sehr vor dem Abend loben und so, weil wir haben ja noch drei Gegner. Nicht, dass ich bei mir noch einen One-Shotten oder sowas. Das wäre ungünstig. Dammit. Peaks! So. Hier rein. Schafft das schon, wa? Geht auch. Sehr schön. Du kommst mit hier rüber. Das ist so krass, wenn der einen killt und einfach noch so viel laufen kann. Batz. Ihr bleibt schön da hinten, ja. Wir übernehmen das hier, wir sind die Profis. Sehr geil. Also da haben wir nur ein bisschen... Oh ne, wir haben hier noch ein bisschen Damage gekriegt. Deep Abdominal Cut. Das ist natürlich schade. Aber ansonsten haben wir hier ganz gut Sachen gekriegt. Sehr schön. Let's go. Wo müssen wir nochmal hin? Achso, Ogner da oben, genau. Nach Erzfeste kommen wir nicht. Wir werden halt erstmal, wie gesagt, einfache Contracts machen, um zu leveln und... Oh, scheiße. Und Sachen zu holen. Und in Tannheim können wir vielleicht nochmal Supplies holen. Mmh, 500! Ja, 45% obendruf. Alter Vater. 500 für 250er Sachen. Die will ich nicht kaufen. Die will ich tendenziell nicht kaufen. Wenn ich das mal so sagen darf. So, Tillux, du musst mal hier so ein... Haben wir noch eins, was angemalt ist mit unserem Symbol. Aber ich glaube, das war es schon in Orkner. Wir haben nur die Barbaren als Kampf gehabt. Das ist doch vollkommen okay. Guck mal. Orkner ist now well supplied. Was geht hier so? Ist nix. 280. Ja, besser als es vorher auf jeden Fall. Nehmen wir jetzt mit. Ammo Hammer. Gibt's einen Noble Contract? Von Ramon hands you a tome with some of the pages. You think this is a danger affront to a material which is decidedly rare, but bite your tongue on the matter. The Norman asks you if you know of giants, dragons, sea monsters and the like. Before you can answer, Duke Dichem von Ravenholt puts his finger on the book's open page. His knuckle rubs against the drawing of a beast that's taller than an oak tree. Okay, Schratz anscheinend. Partly because it looks like an oak tree. Ja, das ist ein Schratz. I think they exist, I think they are out there in the Brittle Branch Woods right now. Just northwest of here, says the sword. Okay, der will... What? Hand vor Schratz and Lindwurms? Und wir kriegen pro Kopf nur 220? Ne. What? Was ist denn mit dir falsch, ey? Was zum Geier? Receive 300 crowns, find forgotten ruins, not to the northeast and somewhere around, not far to the northeast and somewhere around the Forefathers Highlands. Das ist wahrscheinlich ganz okay, das ist einfach ein bisschen northeast, Forefathers Highlands, irgendwo da in forgotten ruins.
Oh, hallo Barbaren. Oh, ihr wollt mich? Ihr wollt mich nicht? Many Reavers. Wie gesagt, Reavers sind eigentlich ganz okay machbar. Wir gehen mal hier weiter. You see the Forgotten Ruins, mark a map, easy enough to return. Okay. Da ist es. Okay, Forgotten Ruins. Müssen wir ja nicht clearen, deswegen gehen wir einfach zurück. Gehört wohl den Barbaren, I guess. 300, einfach so. Nice. Das ist 9. Earnings von Ramahold Servants fetches you a garden where you find the man tending to a tomato plant. He's pruning it with goat shears and nodding to his own handiwork. He talks loosely. My scouts tell me that a northern savage in Brittle Branch Woods is gathering an army. A gathering of idiots is not too out of the ordinary for those primitives, but I do believe this one is proclaiming himself king. And kings, well, they wish to be suzerain over more than just what they got. They want what everyone else has got, what I got. And pauses, I mean you to go to the region of Brittle Branch Woods, find the so-called savage king, and kill him. It will not be easy, but he will be paid. Okay, das ist hier ein Barbaren-Leader, den wir killen sollen. Das ist natürlich... Das ist nicht, was wir wollen. Wir wollen einfache Contracts. Von daher werden wir das nicht tun. Wir gehen mal nach Tannheim zurück. Wie geht's unseren Leuten? Ah, dem geht's auch wieder gut. Xan 1000 Cuts. Der hat wenig Defense, dummerweise. Die brauchen wir eigentlich nicht, glaube ich, nicht aufbauen. Ja. Wir haben die Sachen, die wir brauchen, auch repariert. Von daher, als in den grünen Bereich brauchen wir jetzt wieder Essen. Und wir kommen nachts an. Scheiße. Nein, nee, kommen wir nicht. Haben noch Schwein gehabt. Dann hier erstmal ein auf die Company. Disappearing Villagers. Hier ist wahrscheinlich auch alles arschteuer. Das heilt eh in 1 bis 2 Tagen. Das wird schon gehen. Was haben wir hier? 830. Follow the Tracks. Das sollte eigentlich ganz okay machbar sein. Was ist das? Greenskin Horde. Das sind Goblins töten. Ah ne, Greenskins sind die Orks. Goblins sind was anderes. They leave tracks everywhere they go. Shouldn't be hard to find, right? 160. Orks sind generell gefährlicher. Need to be paid more for this. Also dann mache ich lieber den Auftrag mit Coin Collection. Southwest of Tannheim. You find a boy and girl looking up a tree. The girl throws her hands up. Alright, stay there until you die. See if I care. The boy spotting you asks if perhaps you could help them get their cat out of the tree. Looking up, you do see a feline flopped over a branch, basking in the sun. Sonics, try to knock it down with an arrow. What? Was? Das ist ein Armbrustschütze, der soll jetzt auf die arme Katze mit einer Armbrust schießen? Also ich würde sagen, er soll nun in die Nähe schießen, damit sie runterfällt, aber wenn sie die Katze trifft? Ist ja nicht, also ist ja meine Idee, ich nehme das jetzt. Sonic knocks an arrow and sticks his tongue out, aims up to the tree, the girl and the boy don't seem fond about the deer, clap their hands over their eyes. The archer loses the shot and it cracks against the cat's branch, breaking it and sending the cat wheeling down the tree like the game of devil sticks. When it hits the ground, the boy and the girl lunge on it, they pat it and thank you for their troubles. The girl squeezes the cat warmly. Okay. Finally we got ourselves something to eat. Okay, dann hätte ich es auch treffen können. Dann hätte ich es auch treffen können. Oh Mann, der Twist am Ende. That got me. Brigham, Fax und Raider, ja, let's go. Nacht ist zwar ungünstig für mich, weil ich ein paar Rangies habe, aber das... Ja, wir haben ja Highground. Hier sollten wir lieber warten. Okay, wir haben die Highground nicht, weil sie so schneller sind.
viel schneller, aber die sind halt super schlecht ausgestattet. Du bist der. Hier kann ich nicht durch, weil hier ist es rot, ne? Das ist natürlich doof jetzt, dass die hier so hart den Highground einnehmen. Hier darf ich aber noch hin. Hier könnte ich noch hin. Ist das nochmal? Gash, away place. Achso, das ist hier Damage. Eine Verletzungsattacke. Mit 69 hat das ja nicht funktioniert. Das hat funktioniert von Xan. Xan 1000 Cuts. Da geht jemand anders hin. Danjushka sollte, glaube ich, nicht hingehen. Danjushka sollte werfen, wenn dann. Da darfst du nicht hingehen. Du musst dann außen rumgehen. Das ist doof. Deswegen stellen wir dich mal hier hin und du machst. Oh, direkt geköpft. Alter, what? Ja, dann nehmen wir das hier ein. Und Sagri stellt sich dahinter. Was? Ich dachte, ich bin näher dran. Ups. Ich dachte, ich habe doch eigentlich hier geklickt, dass ich dahin gehen wollte. Mich wohl verklickt. So, und du gehst hier unten mit hin, um dort Leute zu decken. Das sind einfach nur so viele Gegner, ne? Au! Ein Zehner wieder, der meine Rangies killt. Also da hilft mir auch keine Range Defense der Welt, wenn es das ist, was hittet. Ich hätte hier runtergehen sollen erstmal. Oh, darf ich noch? Huf. Gute 90er, die daneben gehen. Mm. 98 auf dem 90er, ey. Alter, what? 2 75er, die daneben gehen. Ey, das kannst du keinem erzählen, Mann. Ist im Nahkampf. Wir warten mal kurz, weil das könnte jemand anders erledigen für uns. So. 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 Nice. Jetzt auf unser Werfer auch noch ein bisschen werfen. Theoretisch. Also die Hälfte rennt schon von denen. Müssen wir mal so sagen. Also da ist schon einiges durch. Der hier rennt auch gleich weg, glaube ich. Okay. 56. Gut, 56 nicht zu treffen. Ist kind of okay. Kind of okay. Wir kommen wieder nach oben mit unserem Sergeant. Der rennt. Dann nehmen wir den aufs Korn. Der auch keinen Bock mehr hat. Wie viel haben wir hier eigentlich noch? Haben wir genau noch einen. Na gut. Wieder nicht getroffen. Also nachts ist der Nuschka schwieriger zu benutzen, sage ich mal so.
müssen den hier noch einen kesseln, damit wir die Erfahrungspunkte von dem kriegen. Schade. Hier sind alle, die laufen tot. Das heißt, wir können hier versuchen zu rennen. Ja, renn weg, shit. Schade. Ich glaube, den kriege ich auch nicht mehr. Der ist weg. Der ist auch vor mir dran und so. Ich glaube, ich habe keine Hunde auf irgendjemanden. Das muss ich mir noch holen. Ich habe auf irgendjemanden einen Hund. Nope, 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 nope. Nope, nope, nope. Nope, 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 nope. Keine Hunde, keine einzigen. It's over. Okay, wir haben hier wieder, ja, leider eine Verletzung bekommen. Bisschen Stuff. Collect our pay. Wo müssen wir hin? Dahin müssen wir. 830 war das eine sehr, sehr okayische Runde. Und wir haben Level Up mit Ricky. Auf jeden Fall wollen wir das immer nehmen, weil das immer plus 3 sind. Wir haben ein bisschen wenig Resolve mit ihm, fällt mir gerade so auf. Den wollen wir aber dann, glaube ich, auf Nimble nehmen, ne? Das heißt, HP brauchen wir auf jeden Fall. Und eigentlich brauchen wir dann auch Resolve und Initiative. Wegen Dodge brauchen wir dann relativ viel Initiative. Auf jeden Fall brauchen wir damit dann den Colossus-Perk. Damit HP-Level sich noch mehr lohnt. Crowns well deserved. Essen ist halt ein bisschen ein Problem hier, ne? Wir holen das mal, damit wir noch ein bisschen überleben. Mmh, 13er Preise sind aber scheiße. Das wollen wir natürlich dann nicht haben. Die Sachen lohnen sich alle nicht zu reparieren, glaube ich. Doch, das hier lohnt sich zu reparieren. Mmh. 250 brauchen wir auch kein Holz mitnehmen. Und die Marauding Greenskins, die werde ich nicht machen. So, Tilux ist noch besoffen. Ja, geil. Gehen wir nochmal nach Westerholz. Gehen wir langsam nach unten wieder. Noch an Erzfeste vorbei, Filzmoos und dann wieder in unsere Gelbstadt. Ich habe gerade Geilstadt gelesen, aber ich bin auch manchmal ein bisschen geil. So. Marauding Greenskins. Hm. Service 180, wieder knapp 1000, das hört sich gut an. Webknechts in the Woods, das ist eigentlich immer machbar gewesen. Richman 3500, aha. Intercept all the... Fuck you. Intercept all the Southern Parties. Nope, dafür sind wir nicht gut ausgestattet genug. Hier ist Holz sogar kind of okay. Wir machen erstmal hier die Webknechts und dann könnte Holz sogar... Hunter und Webknechts sind Wood Around Western Holz. Das müsste doch hier sein, oder dann? Hallo? Hallo? Was sind denn die Woods Around Western Holz? We stumble across a dead cow with flesh sucked to its very bone. The work of Webknechts, no doubt, they say poison them and paralyze the body. Okay. Normalerweise ist es irgendwie näher dran, was man so findet. Ja, super, kann ich auch woanders Webknechts geben. Okay, jetzt sind wir hier irgendwie in Sümpfen am Rumlungern. Ich habe ihn nicht mal gefunden. Hallo? Ist es da drin? Oder hier irgendwie? Jetzt will ich jetzt nicht sagen, dass die hier oben noch around sind. Okay, nope.
Da, yo, hier unten. Natürlich sind hier unten die Webknechts. 16 Webknechts, Plethora. Mal kurz überlegen. Wir wollen wahrscheinlich dann hier. Ne, nicht Xan, sondern wir hatten doch hier so ein. Du hast, glaube ich, auch schon einen Perk, ne? Du hast noch keinen Perk, du hast aber auch einen Speer. Du hast einen Perk, du hast noch keinen Perk, du hast einen Speer. Ja, wäre nämlich ganz gut, dass die Leute, die keine Perks haben, entsprechend Speere haben. Weil dann kommen die halt schlechter ran. Hier, Ben, du kriegst noch einen Speer. Da. Du kriegst auf jeden Fall noch einen Speer. Auf geht's. Auf die Webknechts, fertig, los. In der Hoffnung, dass das jetzt... Oh, wir brauchen den High Ground. Wir brauchen diesen High Ground hier. Gegen die Viecher. Dringend. Das ist schlecht, dass die denn jetzt haben. Das ist richtig schlecht. Mist. Dann müssen wir uns erst wahrscheinlich erkämpfen. Ich will mal kurz warten, wo ich hier wie hinlaufe. Ich würde dich gerne hier hinstellen. Und dann dich hier hin. Masumoto. Nee, der, du sollst es nicht übernehmen, direkt vorne zu tanken. Eigentlich würde ich, glaube ich, gerne so Tillux haben. Wobei, du hast auch einen ordentlichen Skill. Du kannst das theoretisch auch machen. Theoretisch kannst du das auch machen. What? Das sind zwei und ich komme nur hier drüber rauf. Ach du Scheibenkleister, Xan, du musst auch hinten rumlaufen. Xan, ich fürchte, du musst hinten rumlaufen. Zack. Peaks. Sotilux übernimmt das. Schade. Sotilux hat aber eigentlich einen insanen Skill. Darf er nicht nach. Ach, darf zwei nicht nach oben hauen, ne? Irr. Das ist natürlich sehr, sehr eklig. Du hilfst mal Xan da hinten, würde ich sagen. Ich habe mich selber einfach nur geblockt, hier da reinzugehen. Na gut. Du kannst, glaube ich, abwarten, weil die sollten hoffentlich nicht allzu sehr rankommen dürfen. Okay, jetzt shiften sie alle auf Xan da oben, oder was? Das wäre natürlich unangenehm. Aber sie kommen nicht wirklich ran. Tortillux einzuspinnen, während die anderen da oben noch dran sind, ist eklig. Und das ist auch eklig. Und jetzt haben wir dort unten schon die Shieldwurf verkackt. Ach man. Die Überzahl ist halt ein Problem, ne? Aber jetzt gehen sie hier oben weg von dem. 63 daneben. Das ist schlecht. Wir machen hier wieder das, um die zu trennen. Kann hier niemanden angreifen, ne? Mal kurz die so umschalten. Ah doch, da. Ob ich hätte ihm helfen können? No! Das hat ja wieder mal nicht funktioniert. Ich dürfte den angreifen oder das da. Ein 95er, der schief geht gegen die Viecher, Alter. Nice!
Sean, manchmal feiere ich dich ein bisschen, ne? Bist du noch dran? Ja, du bist nicht mehr dran. Ben. Ben will ich mit den Leuten zusammen haben, die sich wehren können. Ja, ich habe mich, glaube ich, noch nicht an das Auto entgewöhnt. Ich habe Sacred nämlich, glaube ich, gar nicht benutzt. Ich habe gerade, glaube ich, aus den F gedrückt, um die Runde zu beenden. Und ich habe Auto-Rundenende inzwischen eingestellt. Au, scheiße. Das ist schlecht. Das ist schlecht, dass Xander oben jetzt schon Hits gekriegt hat. Mhm. Okay, das hat funktioniert zumindest noch. Ich glaube, ich will erstmal den Step rausmachen. Das ist halt, ich muss mal Xan helfen. Xan muss zuerst geholfen werden. ...58 ist echt nicht viel, ne? Ihn wegzuschieben. Aber haben wir geschafft, sehr gut. An Ricky da oben nehme ich jetzt einen guten Spot. Da wird der... Rotfeder nimmt das. Wir machen die beiden Platz. Sehr gut. Aber ich darf nicht zwei nach oben hauen. Das vergesse ich mal wieder. Ich hätte dem noch helfen können. Anstatt zu laufen. Sehr gut. Wer ist dran? Xan. Xan macht mal Duell-Bums an. Das ist schlecht. Da wird Duell-Bums nicht viel helfen. Dachte mir gerade, weil er so gut geblockt hat. Aber er darf nicht zurückschlagen, wenn er blockt. Oh, scheiße. Ja, jetzt hätte ich das Gegengift gebrauchen können. Ich glaube, Xan ist tot. Xan 1000 Cuts hat's, glaube ich, hinter sich. Das ist doch jetzt Kacke. Danke. Ja, wie ich 4 Hits brauche, um den zu machen. Der ist ja übel bitter. Wir müssen Xan befreien. Wir hoffen, dass das noch irgendwas wird. Aber der ist schon am Runnen. Ja, nee. Xan tot. Scheiße. Nee, Xan ist nur struck down. Xan ist nicht tot. Tatsächlich. Aber jetzt sind die halt confident. Da oben. Das ist halt richtig eklig. Jetzt gehen sie mal an den nächsten an. Die nächsten. Komm halt hier nicht so einfach hoch. Ich warte nochmal kurz ab. Was? 63 und beide schief. Na klar.
Ja, komm schon. Jetzt hab ich's aber mit dem Aufschneiden, ey. Das läuft gar nicht mehr so richtig. Ich habe gerade keinen Überblick mehr im Moment. Freien geht auch nicht. Der hat nur den gerade in Reichweite. Okay, dann wird der Webknecht gepiekst. Ah, da haben wir ja Höhenvorteil. Aua. Sacred ist halt schon ein krasser Killer. Du hilfst mal Leute befreien. Hat ja mal richtig gut funktioniert. Kannst nicht mehr angreifen. Können den da oben befreien. Weil sonst geht's mir gerade ganz okayisch. Der ist halt so krass, was der alles raushaut an Hits. Völlig irre. So, ich habe den Highground jetzt. Jetzt muss ich das relativ schnell beenden, tatsächlich. Wegen den Giftsachen, die noch ticken. Das Gift, das Gift. Okay, die rennen schon, die haben schon gar keinen Bock mehr. Okay, dann ist es relativ over jetzt. Sehr gut, dann ist es nur Xan gestruckt down worden, mal sehen, was er hat. Ich wollte eigentlich noch eins weiter, aber das hat irgendwie nicht funktioniert. Nope. Du schneidest das auf. Tricky ist das. So, haben wir den aufgeschnitten. Können wir uns, glaube ich, noch ein bisschen verteilen. Ready the troops! Schade, ich darf nicht mehr, darf dort hinten nicht attacken, weil es zu weit unten ist. Haben wir noch ein Ei oder was? Was geht hier ab? Warum muss ich die jetzt hier noch verfolgen? Ich glaube, ich kann das einfach tatsächlich komplett enden. Ja. Xan. Traumatized. Minus Resolve, minus Initiative. Ja, Xan, ich glaube, an dem müssen wir uns jetzt verabschieden. Weil du wirst so oft wegrennen und den Gegnern einen Boost geben. Das wird nix. War mal Xan 1000 Cards. Spielst du, ne? 1000 in Compensation. Uff. Ja, aber das werden wir tun müssen wollen. Ja, wir schicken Xan in Rente. Einen traumatisierten Krankenwagen. Wie viel Geld habe ich? 4000, okay. Dann schicken wir den traumatisierten Xan in Rente. Und wir haben ja hier noch Jorn dafür. Level up. 3 Defense ist vielleicht gar nicht so kacke gerade mal. Und was hast du für Perks? Du hast Backstabber zum Beispiel, wodurch du triffst. Du hast Berserk.
Ja, das plus 5, ne? Bisschen Defense. Vielleicht mal ein bisschen Inni. Wobei, Moment, du hast minus Initiative. Also HP, das, würde ich sagen. So, jetzt haben wir die Frage. Nehmen wir Fortified Mind und wir nochmal 25% extra Resolve oder nehmen wir Fearsome für mehr Hits? Oder Killing Frenzy? Killing Frenzy wäre, glaube ich, auch geil. Ich glaube, du hast schon Killing Frenzy und Fearsome, ne? Ja. Extra Damage. Ja, ich glaube, wir wollen Fortified Mind, damit es den Leuten besser geht. Fucking 116 Resolve, Mann. Da gibt ein. John, du gibst einfach 11 Resolve allen Leuten, die einfach nur um dich rumstehen. Weil du so ein krasser Dude bist. So, wir wollten mit dir auf Tank gehen. Das heißt, du kriegst das. Du kriegst das und das. Weil du sollst fette Sachen tragen können. Und Kolossus natürlich. Das ist schon geil. So, keine Disappearing Villages mehr. Jetzt nur noch Greenskins. Wie sind jetzt die Preise so? Hier 179. Das können wir wieder mitnehmen. Bin halt OP crazy, dank leichtem Hirnschaden. Du bist vielleicht ein bisschen durch den Wind, ja. Würde ich auch sagen. Wir brauchen auf jeden Fall Futter mal wieder. Und wir brauchen mal wieder eigentlich Tools. Tja. Tja. Ich muss kurz was gucken. Haben wir eigentlich... Wir haben hier den Scavenger schon. Und wir müssen trotzdem ständig Tools kaufen. Scheiße, ey. Das geht in einem Tag kaputt. Wie sind die Verkaufspreise? 16. Gar nicht so gut. Gar nicht so gut. Das ist das Falsche. Ich wollte hier rein. Ein Beast Slayer. Oder einen Hunter. Der ist unfassbar teuer, der Beast Slayer. Toll. Toll. Das ist halt, das sind gute Melee-Trades. Und der hat auch kein Talent in Range. Oh. Oh. Und beim Beast Slayer ist immer zuerst dran. Könnte man tatsächlich nutzen, weil er ganz gute. Wäre halt wieder ein Tank, ne? Wäre halt wieder ein Battleforge-Tank, wenn dann. Nicht mal ein Nimble. Nicht mal ein Nimble Dodge, sondern Battleforge-Tank. Wenn dann. Aber dafür sind wir zu teuer. Also da kann ich deutlich günstigere Leute holen, um das zu erreichen. Das Gleiche. Da geht das. Das geht einfacher. Ich denke, ich glaube, ich mal mich hinstellen. Ich glaube, ich will mich ein bisschen hinstellen. Ich rutsche die ganze Zeit hier rum irgendwie komisch. So, das gefällt mir besser. Jetzt müssen wir mal kurz gucken, ob das richtig eingestellt ist, weil ich stehe, glaube ich, dann ein bisschen anders. Ich gucke ein bisschen mehr von oben auf meinen Computer. Hier gibt es keine. Dann mal gut Spirits, weil wir haben jemanden. Wir haben niemanden. Ist niemand gestorben und wir haben jemanden raus. Ich glaube, wenn wir jemanden mit Kompensation rausschicken, ist es vollkommen okay. Noch ein bisschen Teechen. Was haben wir hier? Retired Soldiers sind scheiße. Butchers? 4. Ach nee, Trial. Ich würde sagen, 44 am Tag wäre insane shit. Resolve eine Battle with Beasts. Minus 3 Recovery. Nicht so geil. Nicht so geil. Was bei dir? T
Teamplayer Iron Lungs. Das ist ziemlich geil tatsächlich. Und der hat auch ein ganz. Hat ein minimal Melisque Resolve. Wenig HP, wirklich wenig HP, nee. Also Iron Lungs ist echt geil. Und Teamplayer wäre halt ein AOE-Ding, das könnte man am. Ja. Nee, du, nee, irgendwie. Da müsste halt ein Nimble Tank oder. Ach, nee. Nee, das sehe ich nicht. Das sehe ich nicht. So, hier können wir wieder Tools kaufen, weil es okayischer Preis ist. Das ist nicht geil. Achso, weil hier wieder Dinge disappearen. 1100. Stay around, first man protect. As Gaia, the Trade Master's firstborn son. Das ist eine Hexe, denn. Hexe ist. Judging from experience, good pay. Deliver cargo to Ike the Younger in Himmelsdorf. Das können wir machen, wir wollen eh nach Süden. Sehr schön. Das ist gut. Wir wollen eh nach Süden. Let's go, nehmen wir ein bisschen Geld mit dafür. Also für einen Hexen-Contract war das sogar relativ günstig mit nur 1000. Aber ich will trotzdem nicht eigentlich keine Hexe haben. Weil die charmt die eigenen Leute und also. Schwierig. Können wir hier was verkaufen? 200. Jo, guck mal, können wir ein bisschen Gewinn machen damit. Also hier wäre schon Gewinn drin. Haben wir hier noch irgendwo vielleicht in der Nähe Rebuilding Efforts? Hier unten. In Bergau. Aber es könnte sein, dass sie kein Geld haben. Ich behalte es mal noch kurz. Ich denke, 250 kriegen wir auch an anderen Stellen wieder dafür. Ja. So, 320 Kronen. Sehr schön. 230. 300. Okay, hier ist überall alles übel teuer. Ambush Trade Routes. Huntdown Lindwurms. Nope. Aha, das ist. Okay, hier müssen wir. Hand von Direwolves, Webknechts, Nachtseher, Hyenas und Serpents. 67 pro Krone. Webknechts und Direwolves sind ganz okay. Nachtseher, Level 1 wären auch noch okay. Einfache Hyänen auch. Serpents sind eklig. Die will ich dann eigentlich nicht haben. Beast Hunting. Es ist halt so maximal 20, das heißt, wir kriegen maximal 1200 für den Contract, fürs Hunten. Nee, ich glaube, Beast Hunten will ich gerade mit meinen Leuten nicht machen, oder? Nee, ich würde gerne lieber gegen Brigands rangehen. So, gehen wir in Gelbstadt gucken. Aber wir wollen ja sowieso darüber nach Bergau hier. Rechts unten. Aber wir wollen aktuell Brigand-Dinge tun. Was haben wir hier? 1600. Hornburg, 3 Tage. Das ist ganz schön weit. 340. Deliver Cargo, das Sandwich. Das ist leider nach Westen. Da wollen wir jetzt gerade nicht hin. Dann gehen wir nach Sandstadt weiter. Also ich speed es gerade ein bisschen ab mit dem Gameplay. Weil wir halt relativ stark gefiltert und uns erstmal hochleveln wollen. Wir sind hart behind und müssen erstmal ein bisschen wieder in den Sattel finden. Ja, hier kriege ich es nämlich auch 257. Was ist das? We need to pay more for this. In Tannheim, about a table northwest. Tannheim ist, glaube ich, okay. Das ist halt da. Könnte man machen. Wir gehen mal nach Berge und gucken, ob unser Holz da ordentlich was wert ist. Mit 3 Holzstacks. Ich meine, ihr habt so viel kaputt. Ihr müsstet doch jetzt voll Bergo. Ja, ihr habt kein Geld, ne? Ja. Ja, eigentlich ist es gar nicht so schlimm, aber 1000 insgesamt. Hunt down the Unholz. Ugh, Unholz hauen ordentlich zu und werfen dich hart durch die Gegend. Unhold Attacks. Da bin ich dagegen. Dann mache ich lieber das hier oben. Von Sandstadt und verkaufe dort mein Holz.
Das ist einfach so. Hier, das war's, ne? Deliver Cargo. Accept. So, Holz verkaufen wir hier noch. 256. Oh, haben wir jetzt. Na gut, haben wir minimal verloren. 460 ist allerdings relativ teuer. Aber wir können hier andere Dinge verkaufen, wie das da. Und das da. Und das. Und das. Und sowas. Und sowas. Brauchen wir halt alle nicht mehr. Die sind halt alle shit. Das da auch. Ja, weil ultra viel da ist. Aber das wird schwer, die zu verkaufen, weil die relativ teuer sind. Also die zu verkaufen ist nicht so easy. Das hier brauchen wir noch nicht. Warum habe ich eigentlich das Hooked Blade noch? Weiß nicht, brauche ich nochmal ein Hooked Blade, Dude? Bin mir gerade nicht sicher, ey. An der Stelle. Ob ich nochmal ein Hooked Blade, Dude, brauche. Ja, ich habe auch diese, die schlechten Helme kann ich auch noch verkaufen. Hier, den da. Den Helm will ich, glaube ich, jemandem geben, eigentlich. Wir hatten noch hier Masumoto, du hast doch noch voll gut Fatigue und so, du kannst das noch nehmen. Das Fette. Das sind die minus 5, minus 7? Achso, 110 statt 105. Also das sind die 105er schon besser als die 110er, würde ich ja mal sagen. Habe ich jetzt eigentlich eventuell jemanden vergessen, in Dolchlein zu geben, da. Wir wollen ja, dass wir alle niederdolchen können. Und du hast noch Platz, deswegen kriegst du ein Gegengift. Du hast auch noch Platz, deswegen kriegst du auch noch ein Gegengift. Damit wir ein bisschen Gegengift und ein bisschen Bandagierung dabei haben, damit die Leute hoffentlich wenig Probleme haben. So. Wen haben wir hier so? Ein Schneider ist, glaube ich, nicht so geil. Gravedigger, ein Barde. Dich haben wir schon angeschaut. Du warst sogar ganz okay. Du siehst halt nichts, aber das ist relativ wurscht, wenn wir dich in den Nahkampf stellen. Du hast sogar 4 und du bist relativ günstig. Für so eine Karawanenhand. Und ihr wird, glaube ich, beide nicht so gut. Sagen wir nicht so gut. Running away from home, it didn't... What? It didn't long for enough to join, eventually work for a caravan. But the trader he worked for turned out to be abusive. Nary a whip away from being a slave driver. Aha. Wir können hier natürlich noch gucken, die werden aber deutlich teurer. Try out... Hat gar keine Sachen und das ist, glaube ich, der hier oben sogar besser und billiger. An vielen Stellen. Bist du mein Lone Wolf? Ich könnte dich als Lone Wolf Flankierer nehmen. Da müsste ich aber tatsächlich die Melee Defense ganz gut leveln. Und dich quasi mit einem Zweihänder bewaffnen. Den Skill würdest du kriegen. Ob du das überlebst, das zu Lone Wolfen, weiß ich halt nicht. Wir probieren das nochmal. Der ist ja relativ günstig. Deswegen probieren wir das. Hier, musst du erstmal wieder reparieren. Noch bist du kein Lone Wolf, deswegen kriegst du noch die Sachen. So und das. Zack. So. Arnulf. Du bist nicht Arnulf. Wer bist denn du? Wir haben keinen Ricky mehr, ne? Ricky der Zweite müsste das jetzt sein, wenn ich mich nicht irre. Und dann müssen wir Hunde uns irgendwo holen. Mal kurz gucken, wo es Hunde gibt. Ricky... Who knows? War genau. Es ist nur einer gestorben. So. Und wir müssen nach Tannheim. Wo gab es denn Hunde? Gab es Hunde hier? Weaponsmith Tavern? Training Hall? Erzfeste könnte man theoretisch auch Halt machen. Wo sind denn die Hunde? Taxi der Mist? Da war ich noch nicht. Ich suche einen Kennel eigentlich. Das habe ich schon irgendwo gesehen, aber wo? Fletcher?
Harbor, Barber? Hier unten in Rotburg. Da müssen wir dann. Okay, da müssen wir beim nächsten Mal, wenn wir hier unten sind, hier rumlaufen. Gut. Jetzt haben wir immer noch die Frage. Ne, das wollte ich nicht mitnehmen, war mir zu teuer. Moment, ist noch andere Sachen hier irgendwie. Reparatur hier, 230. Let's go. Let's go. Achso, und Rüstung brauchen wir eigentlich gute. Da habe ich jetzt gar nicht geguckt. Gibt es hier in Gelbstadt? In Gelbstadt gibt es einen Armorer. Da könnte man gucken, ob es da noch geile Rüstung gibt. Billiger, aber nicht krass billig. Könnten wir 1200, 140er kaufen. Würde ich sagen, Leather Scale Armor. Oder halt einen dicken Helm. Ich nehme eine von den besseren Rüstungen mit und ich gebe sie. Du hast, glaube ich, schon eine gute. Da ist schon eine 270er Rüstung. Du hast Battleforged. Müsste mir ja die Rüstung eigentlich dir geben, weil Battleforged dann besser wird. Von 88%. Okay, nicht viel besser, aber wird besser theoretisch. Du hast eine 110er, du kriegst dann die 130er. Jetzt habe ich noch eine 110er Rüstung. Haben wir nicht gerade eine 9 gekriegt? Der auch ganz gut. Ne, noch hat er keinen Fatigue. Noch hat er nicht so krass viel Fatigue. 95, 90, 110 minus 12. Vielleicht überlebt er dann länger. So. Ja, und Hunde ist halt noch nicht. Mal kurz einen ausgeben. Dass die Leute happy sind. Trade-Sachen sind hier genauso teuer. Nee, dann auch nicht. Ich weiß nicht, ob es in Filzmus irgendwas zum Traden gab. Also über 100 Resolve auf unserem Sergeant ist schon ziemlich witzig. Ist es einfach. Hier können wir eh nicht gucken. Und hier ist das mit dem Hexenzeug. Ja, dann lass einfach durchziehen. In Erzfeste brauchen wir nichts einkaufen. Das ist eh immer alles arschteuer, weil... Ne? Weil halt einfach alles in der Stadt bzw. in der Burg so teuer ist. Auch wenn da halt ne, der Blastfurnace ist, der Metall herstellt. Schade. Kann man halt leider niemanden antraden damit. So, wir kriegen einfach Geld so fürs Rumlaufen. Ist natürlich spannend. 199 für Holz. Das ist eigentlich okay. 600. Deliver Cargo Manfred Stewart in Hallheim about a day to the Northwest. Noch weiter nach Nordwesten will ich eigentlich nicht. The job is done. Patrouillieren. Patrouillieren geht meistens auch. Und wir nehmen mal noch die ganzen Hölzer mit. So, patrouillieren the road to Erzfeste, let's go. Vielleicht kann man Erzfeste direkt das Holz für Plus verkaufen. Das wäre natürlich richtig geil. Das wäre so die... Das Nonplusultra. Okay, nichts zum Reparieren dabei. Das wollte ich nur noch kurz checken. Erzfeste heißen auch Safe Roads. Das heißt nämlich, sie kaufen auch Sachen besser. Und wie wir das direkt verkaufen können, ey. Geil. Einfach 60 plus gemacht für einmal kurz in Nachbarstadt gehen. Das ist gut. Das ist sehr, sehr gut. Sie kaufen Dinge für... Sie haben mehr Items vom Verkauf und sie kaufen Dinge für mehr. Training Hall, Weaponsmith... Ja, so ein Fencing Sword. A light and elegant blade, favoring a swift and mobile fighting style. Da brauchst du nämlich sehr hohe Initiative, weil du damit mehr Damage machst. So wie ich das verstehe. Ja, wir brauchen mehr Geld für Dinge.
Two-Handed Flail zum Beispiel wäre für unseren Zweihänder gar nicht so scheiße. Naja, und für den potenziellen... Hallo, Sodo. Für den potenziellen Lone Wolf. Na, schon einen schönen guten Morgen, Sono. Wie war deine Woche? Was hast du getrieben? Ich habe Persona 5 gespielt und gearbeitet. Und war Montag und Dienstag krank. So, Westholz has no safe roads. Hier können wir nichts kaufen. Müssen nach Tannheim zurück. Ich habe gearbeitet. Sonst noch was getrieben? Irgendwas. Wilde Partys. Buch gelesen. Dota gespielt. Dota... Bist du noch am Dota spielen? Nee, du bist am Monster Hunter spielen. Monster Hunter Rise suchtest du ja gerade. Ich habe ehrlich gesagt überlegt, ob ich Monster Hunter Rise nochmal angucke, weil... Moment. Weil ich jetzt das Steam Deck habe. Und ich muss sagen, ich spiele ja auch Persona. Auf dem kleinen Bildschirm ist das deutlich weniger schlimm, weil die Auflösung eh nicht so gut ist. Dass die Grafik nicht so gut ist. Aber dafür kann man gemütlich irgendwie im Sessel sitzen. Und zocken. Also ich spiele Persona 5 fast nur auf dem hier. Weil es einfach gemütlicher ist. Als irgendwie am Rechner im Stuhl zu sitzen, im Bürostuhl. Okay, also wir haben fast nichts bekommen dafür. Ja, gibt keine. Ja, ich habe ja kaum angefangen. Ich habe ja nur 30 Stunden drin. Also ich habe ja auch die Erweiterung nicht gemacht. Und ich habe das Basisspiel schon kaum gespielt. Weil sie es so häufig wiederholt hat, hatte ich irgendwie keine Lust drauf. Gibt es hier irgendwen guten... Du bist zumindest diesmal nicht irgendwie 1500 teuer. Du hast gute HP. Du hast ein bisschen Defense. Du hast gute HP, gute Fatigue und einen Stern jeweils drin. Das wäre halt auch ein Battleforge-Tank potenziell. Ne? Weil der echt viel HP hat. Schon als Basis. Schon mal mit 66 HP zu starten ist schon echt geil. Und mit 113 Fatigue. Das kann der jetzt natürlich gar nicht erreichen. Und Militia ist eigentlich so ein theoretischer Midgame-Ding, ne? Also, die Basis-Stats von dem gefallen mir echt gut. Ich hab's jetzt, ich glaube, ungefähr 2 Wochen oder 1,5 Wochen. Ich habe die größte Version genommen. Und... Ich hab's jetzt nicht irgendwie getinkert oder sowas. Ich weiß nicht, ob es sich für dich lohnt. Sind halt immer noch irgendwie 670 Euro oder sowas in der größten Version. Oder in der billigsten Version musst du irgendwie eine SD-Karte dazu kaufen. Für, sag mal, 60 bis 100 Euro. Ich find's erstaunlich gut. Ich spiele hauptsächlich Persona drauf. Ich habe versucht, Battle Brothers zu spielen. Sachen, die echt gut mit Maus funktionieren, würde ich tendenziell davon abraten. Sachen, die gut mit Controller funktionieren, fühlen sich sehr geil an. Du kannst sehr viel einstellen und vor allen Dingen ist es halt wie eine Konsole. Es ist halt im Prinzip ständig mal Hibernate. Nur ich habe es kurz drauf gedrückt und jetzt kann ich hier schon starten. Also du siehst, ich habe Persona gespielt. Es ist ständig im Hibernate und per Persona habe ich jetzt, glaube ich, 3 bis 4 Stunden hätte ich Akkulaufzeit, sagt mir das Deck, wenn ich es komplett mobil spielen würde. Also, ich bin relativ begeistert, weil es vor allen Dingen, du musst dich einen Rechner hochfahren, dich hinsetzen, das Team starten, das Spiel starten und dann bist du irgendwann mal los, sondern es ist halt, hallo Sonix, das ist halt ein Boop. Spiel an, du kannst sogar die Spiele in Hibernate schicken und weiter zocken. Das ist eigentlich das Allergeilste daran. Du musst nicht, wenn du in den wenn du diese sozusagen ausschaltest, hier oben, dieser kleine Schalter, musst du nicht die Spiele beenden. Du kannst einfach sagen, yo, ich mache jetzt Pause, boop, aus und gehe woanders hin und mach boop wieder an und kann direkt weiter zocken. Innerhalb von 2-3 Sekunden. Also, es fühlt sich sehr konsolig an. Es fühlt sich wie eine gute Handheld-Konsole an. Ist entsprechend teuer. Aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass Leute, die halt keinen PC haben, damit auch relativ viel Spaß haben. Sogar Elden Ring funktioniert. Also ich kann Elden Ring darauf spielen, wobei ich da merke, dass ich halt nur so 40 Frames habe. So 30 bis 40 Frames, aber es funktioniert. Man kann es spielen. Und der Akku hält je nach 3D-Anwendung. Also wenn ich es jetzt nur anhabe, glaube ich, wenn du so ein 2D-Spiel wie Battle Brothers spielst, so um die 8 Stunden. Wenn ich sowas wie Persona spiele, habe ich ja schon gesagt, 3 bis 4 und ich glaube Minimum so 1,5 bis 2 Stunden. Also wenn du wirklich Elden Ring, volle Bulle, alles ballerst, ohne Frame-Begrenzung oder sowas, dann ist es so 2 Stunden. Also
da willst du dann schon irgendwie eine Powerbank mit USB-C-Stecker haben, wenn du das machst. Sonix, wie war dein Tag? Oder deine Woche, besser gesagt. Wunderschönen guten Tag. Du bist übrigens immer noch mein Armbrustschütze. Mein einziger inzwischen, weil mein Charakter gestorben ist. Und ich bin echt im Überlegen, den zu nehmen, weil der hat echt geile Stats. Yost always was a quiet man, the privileged serenity of the woods to the company of people. Oh, Moment, du bist aber im Zweifel auch richtig, wobei du hast wenig HP. Ein Anatomist hat echt wenig HP, du bist eher ein Backliner. Aber ich glaube, du kannst sogar, du kannst ähnlich gut Arranged-Dude werden wie ein Bowyer. Und hast potenziell auch noch andere Chancen, was zu werden. Glaube ich mal, Hogwarts Legacy kam angeblich auch an Patch, der Performance gefixt hat. Ja, ach so, genau, Sono. Außerdem habe ich mir Wild Hearts angeguckt. Wild Hearts interessiert mich vom Setting und von der Grafik her eigentlich ganz gut, weil ich das Gefühl habe, es geht sehr Richtung Monster Hunter World. Aber ich muss sagen, da ist irgendwie die... Genau. Es stinkt nicht mega hart ab, also es hat ganz gute Bewertungen, es hat so... Ich glaube, ohne Abwertung hat es so 80, 85er Bewertung gekriegt. Ich glaube, bei Metacritic ist es bei einer 80. Aber ganz viele machen Abwertungen, weil selbst die haben dann, ne, die haben Technikchecks gemacht. Es ist scheißegal, ob du eine 1060, also eine 1060 nimmst oder eine 4090. Du kommst halt nur bei kurz über 50 Frames raus. Wie auch immer sie das hinkriegen, es skaliert halt null. Wenn es läuft, läuft es mit um die 50 Frames. Und wenn es nicht läuft, dann läuft's halt nicht. Ja, also die Performance ist wohl absolute Katastrophe. Absolute Katastrophe. Gucken wir uns mal Hugo an, würde ich sagen. So, ich habe gestern ein Video von Rocket Beans angeschaut. Die besten Spiele 2004. Das war der Wahnsinn, was in dem einen Jahr gerade rausgekommen ist. Ah, das weiß ich nicht, ob man seit 2004 nie wieder so ein Spiel hatte, das Spielejahr hatte. Das Problem ist, hast halt irgendwann, also 2004 war glaube ich so ein Jahr, da war glaube ich die Xbox 1 relativ neu. Ist das nicht so Halo oder Halo 2 Zeit gewesen, was da rauskam? Ich glaube Halo 1 kam da raus, oder? Wollen aber CPU geben und sie fixen das, aber halt wieder räudig sowas releasen für den Preis. Ja, es soll halt schnell raus, damit es sich irgendwie lohnt. Und zu den Spielejahren, ich kann jetzt nicht die Jahre einzeln aufzählen, aber es gab mit Sicherheit danach nochmal krasse Spielejahre. Ich meine, so ein, ich glaube 2007 oder 2008 war nochmal ein krasses Spielejahr. Ich meine, da kam Dead Space raus. Das ist so ein Spiel, was die Spiellandschaft jahrelang dominiert hat. Und da kam, ich glaube auch sowas wie Motor Storm auf PlayStation kam in der Zeit raus und sowas. Ja gut, WoW, Half-Life, ja geht ja... Ja, das sind aber, du hast jetzt vier krasse Spiele. Also, und mal angenommen, du willst eins davon spielen. Sagen wir, also du hast die Option, entweder spielst du die alle, bist du drei von diesen deinen genannten Spielen oder eins, nämlich WoW. Ansonsten hast du eh keine Zeit, irgendwas anderes zu spielen, von daher für so 20 Jahre. Ich würde dich mal tryouten hier. Ach du Schande. Ja, aber der haut immer ab. Nee, das ist kacke. Also, der wäre ein geiler Nimbe gewesen mit mehr HP, aber der haut immer ab. Nee. Dann ist Shit. Und du bist halt ein Battleforge-Tank. Was soll ich denn sagen? Du hast krass viel Fatigue, krass viel HP, ganz okay Resolve, ein bisschen Innie. Battleforge-Tank. Frage ist, wen kicken wir dafür? Also wir müssten ja dann irgendwann langsam Leute durchrotieren. Rotfeder macht eigentlich einen guten Job. CS Source, Rome Total War, Far Cry, Sims 2, Tony Hawk's Underground, okay, Tony Hawk's Underground 2 habe ich noch nie gehört. Doom 3. Also ich glaube, das Kernproblem, ja, GameCube. Ja, der Camel Cube, ja. Also, ich denke, das Problem ist eher,
Nummer 1, AAA-Spielentwicklung ist unglaublich viel teurer geworden. Also, ich gebe dir wahrscheinlich recht. Ja, wahrscheinlich gebe ich dir recht. Was AAA-Spiele angeht, wird es das wohl nicht mehr so häufig geben. Weil erstens, AAA-Entwicklung ist teurer geworden. Die Leute, die großen Firmen wollen noch Gewinn machen. Deswegen beschäftigen sie Psychologen, wie man möglichst viel Geld aus seinen Leuten rauspressen kann. Was das Spiel an sich immer ein bisschen doof macht. Und das andere ist, dass es zwischen, aber auf der anderen Seite viel, viel mehr Spiele parallel gibt. Indie-Spiele, wodurch es halt viel weniger passiert, dass ein Spiel so krass aus der Spiellandschaft raussticht. Also wirklich, das ist halt... Oh, Fable. Fable habe ich lang gespielt. Fable ist eins der wenigen Spiele, die ich zweimal durchgespielt habe. Einmal die Basisversion von Fable auf der Xbox und dann einmal Lost Chapters auf dem PC. Eines wirklich der wenigen Spiele, die ich komplett zweimal durchgezockt habe. Und witzigerweise zweimal auf dem guten Pfad. Ich hab dann nochmal ein drittes Mal angefangen, dachte mir so, machst einen bösen Pfad und hab nach 3 Stunden keine Lust mehr gehabt auf den bösen Pfad. Ja. Also, ich habe nicht das Problem, dass ich zu wenig Spiele habe, sag ich mal so rum. Von daher finde ich nicht so schlimm, wenn weniger Spiele rauskommen. Ich habe das Gefühl, ich habe sehr, sehr viele gute Spiele, die ich zocken kann und die ich zocken will. Und zweifel sind es Indie-Spiele, wie Battle Brothers. Deswegen habe ich wenig Schmerzen, wenn es heißt, es kommen weniger diese Leuchttürme in der Spielelandschaft raus. Weil, wie ich ja gerade schon gesagt habe, ne, allein wenn du WoW von den Spielen gespielt hast, hast du wahrscheinlich in dem Jahr nicht viel anderes gespielt. Ich hatte einen Kumpel, der derzeit komplett in WoW versunken ist. Der hat nur WoW gespielt. Der hat 2004 WoW gekauft und der hat bis zum Abitur nur WoW gespielt. Der hat sein Abitur gemacht und alles. Er hat nie Probleme in der Schule gehabt. Aber der ist nach Hause gekommen und hat WoW gespielt. Nach den Hausaufgaben. Was anderes hat er nicht gezockt. Okay, stimmt nicht. Halo hat er noch gespielt. Halo 1, 2 und 3 hat er noch gespielt. Aber die waren ja relativ kurz. Portal 2, Skyrim, Minecraft. Ich glaube, Minecraft gab es vorher schon, Solo. Das ist, glaube ich, nur der offizielle 1.0er-Version gewesen. Dark Souls, Terraria, das sind schon krasse Spiele. Krasse Games, die in Zukunft sehr stark beeinflusst haben. Ja. Ja. Ja, Skyrim ist schon ein bisschen ein Meme dabei. So, wir wollten eigentlich gerade nachgucken, ob wir jemanden ersetzen wollen. Wir könnten theoretisch Rotfeder ersetzen, weil der macht zwar einen ganz guten Job, aber er ist jetzt auch nicht herausragend. Vor allem, weil er die Sterne falsch hat. Dann Yushka wäre irgendwann ein Battleforge-Tank. Wo er zumindest irgendwann mal hin soll. Yushka ist guten Tank, Sotilux ist eher sogar ein Fighter selber. Oder Duelist oder sowas, dem habe ich ja schon einen Perk gegeben, ne? Ja, der ist halt unser Aufschneider. Der slasht wirklich in die Leute rein. Hat fast wegen WoW sein Studium weggeschmissen. Ja, nee, das hat er nicht gemacht. Also der hat inzwischen sogar einen Doktortitel. Der hat deutlich besser studiert nach dem Abi als ich. Der hat WoW, glaube ich, aber auch anders gespielt. Der hat WoW nicht in den klassischen Raid-Suchtgruppen gespielt, wo du nichts machen kannst und die ganze Zeit ne, WoW suchten musst, sondern der hat es als Rollenspiel gespielt. Der hat auf Rollenspiel-Servern Rollenspielgruppen teilweise geleitet. Also, der hat irgendwie mit 14 Rollenspielgruppen geleitet. Oder eher mit 16 dann. Ich drück auch ab und zu WoW, wenn Expansion mir zusagt, dann spiele ich ein bisschen oder länger, wenn es mir gut gefällt. Deswegen, der hat halt nicht dieses klassische, was habe ich eigentlich hier dem gegeben? Skimitar. Achso, das war das mit dem, ja, okay. Nee, das passt. Der hat auch das passende, der ist auch schon Battleforged. Masumoto, Riki. Riki ist eigentlich auch ganz gut. Der wird halt ein guter Nimble Tank mit 3 Sternen in Defense und 1 Stern in HP. Moment, wieso habe ich 2-mal Riki den 2. Der sagt auch keiner was von euch, ne? Da sagt auch eiskalt keiner was von euch. Dass ich 2-mal Riki den 2. hab. Oh Mann, Jungs, ey. Das müssen wir. Der ist aber auch nicht so geil, oder? Caravan Hand. Achso, der sollte mein Lone Wolver werden. Ja, doch. Das ist aber dann nicht Riki. Sonix haben wir schon. Wir haben keinen Sono. Doch, wir haben noch einen Sono, glaube ich, ne? Sono der Dritte. Du lebst noch.
Ben. Was habe ich so auf Spiel achte? Herr der Ringe Schlacht und Mittelerde war auch 2004 das erste Star Wars Battlefront. Aber das erste, das habe ich nicht verstanden, ne? Das erste Star Wars Battlefront war einfach nur ein Battlefield mit Star Wars Skin und die Leute haben es gemocht. Dann kam Battlefront 2, was ein Battlefield, ein Star Wars Skin mit ein bisschen Helden war. Und die Leute haben es immer noch gemocht, wobei ich die Helden doof fand. Ich fand das mit dem Battlefield voll viel cooler. Und sie hätten das einfach weitermachen können. Und dann machen sie irgendwie 15 Jahre später gefühlt einen neuen Teil, nee, 10 Jahre später, und der ist halt scheiße, weil er mit Lootboxen voll ist. Das ist, glaube ich, eine gute Reihe, wo man gut sieht, was schief läuft mit der AAA-Entwicklung. Warum das nicht mehr so geil ist. Okay, das ist also nicht Ricky, den würden wir doch trotzdem behalten. Wer kommt denn dann weg? Kommt Ben einfach weg? Wobei du hast halt, du hast auch Maximum Fatigue. Puh. Oder es ist halt einfach ein Ersatztank. Ist halt einfach ein Ersatztank vielleicht, den wir hier nehmen. Weil wir brauchen ja irgendwann brauchen wir ein paar mehr Leute. Als nur 12. Wenn die halt verletzt sind und so. Okay, wir holen dich mal. Und du, klar, du findest das jetzt doof. Aber wait a second. Wir kriegen das hin. Und du hast keinen guten Skill. Das heißt, du brauchst auch mindestens ein Schwertchen, weil wir haben gerade keinen Speer. Du kriegst das schwere Schild. Kriegst das da. Kriegst noch einen Dolch. Dann haben wir es erstmal. So, wer ist das hier? Wir haben jetzt zwei Leute zu benennen. Ja, also. Wie gesagt, ist auch nichts. Ich habe das Problem nicht so. Ich sag mal so, wenn es weniger gute Spiele gibt, kaufe ich weniger Spiele. Vote with your wallet und so. Wenn es halt scheiße ist, was rauskommt, dann kauf's halt nicht. Oder wenn es dir nicht gefällt. Wir haben keinen Xeli mehr, oder? Haben wir noch einen Xeli? Und wir haben einen Lumidon, könnten wir theoretisch machen. Nee, wir haben keinen Xeli mehr. Wie viele Xelis hat man schon? Xeli der Zweite ist gestorben. Ja, wir haben auch keinen Xan mehr tatsächlich, weil wir Xan in Rente geschickt haben. Xan den Dritten hatten wir aber schon. Dann kriegen wir erstmal jetzt einen neuen Xan. Dann ist eins davon Xan. Dann bist du jetzt Xan der Vierte. Huch. Ja, okay, das haben wir so irgendwie nicht hingekriegt. Ups. So rum. Und dann bist du Xili der Dritte, glaube ich, ne? Also, ja. Ich gucke mir halt einfach dann gerne Indie-Spiele an. Wenn es Probleme dazu gibt. Cargo Hallheim. Ne, das wollte ich nicht machen. Was haben wir hier? 1000 Crowns. Strife of Brigands at Overgrown Hideout Nordwest of Tannheim. Das ist das da wahrscheinlich direkt. Das ist eigentlich okay. Brigands wollen wir ja. Okay, never mind. Das ist weiter weg, als ich dachte. Das ist weiter weg, als ich dachte. Hier ist jemand rausgerannt von den Brigands. Ihr könnt mir egal sein, wir wollen da rein. Oh, es gibt einen Brigand Leader. Ein Marksman, many Raiders, one Brigand Leader. Das könnte tatsächlich ein herausfordernder Kampf werden. Ein Marksman ist gut, weil dann haben wir mehr Rangies als die. Hier vielleicht mal tauschen, dass du mir in der Mitte stehst. So, dann machen wir unsere Backliner, verteilen wir ein bisschen. Ja, und dann haben wir jetzt hier. Wir haben ein paar Low-Level, die wir trainieren wollen, von daher würde ich das erstmal so lassen. Und wenn es gut läuft, könnten wir den Leader vielleicht sogar abmurksen. Bist du der Leader? Ne, du bist einfach nur ein Raider, ne? Aber hier geht's nur nach unten. Irr!
Das ist ja doof. Das, hier mal ein bisschen... Du wartest auf jeden Fall, weil du nicht... Und der rennt weg. Moment. Ihr habt einen Marksman. Warum rennt ihr? Okay, ich wollte sagen, kommt doch ran. Okay, wir können sie nicht da blocken, wo ich sie gerne... Da ist der Leader wahrscheinlich. Dreaded Sigbold ist der Leader. Ich glaube, ich mache den Step ran, weil dann kann nämlich Sacred auch ransteppen. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Könnt ihr hier einfach einen Kerkern? Schön ran stabbern. Der geht hier hin, Ben. Unterstützt da ein bisschen. Hier können wir nochmal rumwerfen. 44, 57. Nice, sehr schön. Du wartest kurz, damit du reinlaufen kannst, weil du gehst jetzt hier rein und du machst dir erstmal schon mal weg. Geil. Oh. Dann wartest du kurz, würde ich sagen. 53, 41. Ja, dann halt auf den, wa? Oh. Das war eine fiese. Der hätte auch mein Schild komplett vernichten können gerade. Der hätte mein Schild auch gerade komplett vernichten können. Geil. Der hätte doch da unten bleiben sollen. Hey, Frechheit. Der ist gefährlich mit seinen Zweihand-Shit. Du blockst mal da drin, wenn hier noch einer ransteppt. Das war weit geschossen. Das war weit geschossen. 53. 30. Sonics, Alter! What? Der 53er Roll killt ihn einfach. Einfach umgelatzt, ey, den Jungen. Alles klar. Okay. Mein Sotilux wird hier reinsteppen, denke ich. Deswegen gehe ich mal hier hoch. Du gehst mal hier rein. Hab ich nichts gegen Schilde. Das ist ein bisschen mein Problem, glaube ich. Den würde ich gerne einfach nur beschäftigen, ehrlich gesagt. Schieb mir den mal weg. Weil den will ich eigentlich abstechen. Ich will eigentlich, dass andere Leute reinkommen. Und ich andere Leute abwerfen kann. Schade. Dahin. Yes! Geil. Schade. Ich dachte, ich töte den vielleicht, dann kann ich den oberen noch mitnehmen. Aber nee. Sehr gut. Der Leader ist nicht an uns dran. Den wollen wir ganz am Ende haben. Damit wir ihn schön mit den Dolchen abstechen können. Der hier ist jetzt ein Problem, ne? Okay, du machst das. Ah, schade. Das wäre besser gegangen. Hör auf, mein Schild zu splitten. Du Sau. Ach so. Au! Der ist auf den Schwachen gegangen. An der Seite. Das ist schlecht.
Er stirbt nicht! Sehr schön. Sehr schön. Jetzt gehst du mal. Puff. Du gehst mal hier rum, Sono. Und bietest dich vielleicht ein bisschen an. Dammit. Das ist schlecht. Wir müssen halt verschieben jetzt hier unten. Das ist doch unser. Wer ist denn das? Ben, no! Du kannst dahin gehen und den pieksen. ...61, komm schon. Ach, Mann. Das ist schlecht. Das ist richtig schlecht. Da haben wir halt kein Taunt, ne? Ja, hier oben kommen wir, glaube ich, nicht weg von dem. Okay. Das ist ein Problem, dass wir da unseren Anfänger reingestellt haben. Der ist wahrscheinlich gleich wieder raus. Ist Ben teuer gewesen? Ja, es geht. Ja, aber er hat halt plus Fatigue und so. Da haben wir wahrscheinlich gleich unseren rausgeworfenen. Ja, du hast keine Waffe mehr, das sehe ich. Du willst aber auch nicht da reinsteppen. Gehst mal unten rum. Dann können wir dich wegschieben. Yes! Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Huh! Mit wenigstens ein bisschen weniger Druck auf dir lastet. Sehr geil. Jetzt hat Ben keinen mehr, der gegen ihn ist gerade. Das ist sehr gut. Du läufst einen Schritt noch vor. Du gehst dahin. Und wir wechseln schon mal auf den Dolch. Ja, du kannst abhauen, das ist mir egal. Ja, trifft halt super häufig. Dolche das. Wir warten aber kurz, bis alle da sind. Ich darf nicht mehr wechseln, ne? Ja, ich hab nicht mehr genug EP dafür. Ja, ich krieg euch nicht. Du gehst dahin, dann musst du hier hin in die Richtung. Du gehst dahin, du kannst aber noch wechseln auf dein Dolchlein. Du kriegst das mal auf dein Dolchlein. Ja, und du musst leider ein Stück zurück. Du musst dich entspannen. Hm. Ist die Frage, ob wir Sacred reinschicken mit, weil der hat, glaube ich, einen ziemlich hohen Skill mit seinem Dolch. Du hast schon den Dolch. Perfekt. Schade, nicht getroffen. Wir müssten halt eigentlich das Schild von ihm wegkriegen, aber wir haben nichts, damit wir das können. Das ist so der Knackpunkt. Aber wir haben einen Overwhelm. Aber das hilft, glaube ich, nicht. Nicht viel. Nein, das war das Falsche. No, 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 no. Ach, scheiße. Rally the troops. Das war ein guter Hit. Yes, sehr nice. Du musst hier hin, Ricky. Und dann durchnehmen. Ja, also haben wir ihn umstellt, jetzt wollen wir ihn abstechen. Wir werden ihn halt irgendwann treffen. Du bist da außen irgendwo. Ja, du kannst auch erstmal dort stehen bleiben. Tschüss. Könnt ihr ihn hier ein bisschen jagen schicken. Sehr gut, noch ein Hit. Komm schon.
Ach. Ich will jetzt eigentlich nicht attacken mit dem. Zum Glück hat er einen Speer, da macht er nicht ganz so viel. Ah, du hast keine Ausdauer mehr, um den Ignore-Hit zu benutzen. Der hat 9 Lives. Ach, komm schon. Der hat gerade überlebt, weil er einen Perk hat. Die Sau. Nee, run them down. Wir wollen hier noch was haben. Da triffst du jetzt plötzlich Sonix, ja? Der ist dann der Hit, den du machst. Du bist schon. Yes! Nice. Jetzt können wir hier beenden. Let's go. Da haben wir doch unser Loot. Mit. Ich wollte sagen, der ist doch weg. Perfekt. Nice. Das war ein guter Kampf. Salz. Ja, der Fighting Spear vor allen Dingen ist gut. Das, wir haben auch das Schwert gekriegt von ihm. Ja. So, eigentlich hat er gar nicht so geile Rüstung tatsächlich. Mit 90er und einem 110er. Aber der Fighting Spear macht's, glaube ich. Extra Loot und so. Wir hatten da vor allem noch ein paar Leute, die einen Speer benutzen, oder? Hat irgendjemand von dem einen schlechteren? Du hast einen schlechteren. Hier, du kriegst einen besseren Rotfeder. Mehr Damage. Damage. Fallchern will ich, glaube ich, reparieren. Handex will ich auch reparieren. Und die will ich auf jeden Fall reparieren. Weil die bin ich mir nicht sicher, weil die eigentlich echt nicht geil sind. Der ist aber auch noch was wert. Aber das Short Sword auf jeden Fall nicht. Ja, war ein guter Kampf. Achso, wir hatten auch Level-Ups, ne? Und wir müssen kurz aufpassen, wo wir hinlaufen. Was wollte ich aus dir machen? Nimble. Das heißt, Ini, Resolve, Defense. Oder? Nee. HP, Defense, Ini, Resolve kriegst du hoffentlich durch unseren Bannermann. Würde ich sagen. Deswegen kriegst du jetzt auch direkt Dodge. Nee, erstmal Student. Erstmal Student, damit du schneller levelst. Die Brigands, von dem haben wir gerade das Heim kaputt geschlagen. Sehr schön, 1000 und keine Ambush Trade Routes mehr. Kann ich ihn hier ein bisschen besser kaufen? Oh, yes. 195 ist ganz gut. Ist ja trotzdem relativ teuer. Warum seid ihr denn so teuer? Weird. Hier 400 für Salz. Das nehmen wir direkt mit. Gab es einfach oben drauf. Ansonsten ist 16 nur so mittelprächtig. Essen ist halt wieder knapp, ne? Schon. Das ist halt das Problem, wenn man viele Leute hat. Die futtern einem die Haare vom Kopf. Und wir geben noch einen aus. Was war das hier? Hallheim Northwest bei Row. Da oben kriegt man aber echt wenig Kohle für unsere Sachen. Deswegen will ich da eigentlich nicht so gerne hin, Leute. Ansonsten haben wir erstmal hier noch. Haben wir einen Verletzten? Wir haben einen Verletzten, deswegen wird das ausgetauscht. Kannst du dich in der Reserve erholen? Was geht denn bei Westholz ab? Können wir noch ein bisschen Holz mit nach Süden nehmen? Weil es halt zweimal direkt Holz und bei Erzfeste kannst du, glaube ich, ganz gut verkaufen. Und wir kommen bei Nacht an. Und wer war's mit Brigands? Marksmen and Raiders. Mit der Karawane zusammen? Let's go. Let's go. Ihr habt, glaube ich, habt ihr mehrere? Ich weiß es gerade nicht. Das ist die Frage, ob wäre da. Ja, er kommt dran. Sehr gut. Dann war es richtig zu warten. Yo, what? Ah, die Karawane hat Bock, sag ich mal. Ja, genau. Mit euren Schildchen so. Also, stehen so voll die Leute in voller Montur, Kettenrüstung, riesige Schilder und du so, ich will vor. Leute, was soll das? Ihr Arschgeigen. Oh Mann. Hör doch auf, meinen Platz einzunehmen.
Oh Mann. Du warst Ricky the Swider. Wir gehen mal hier oben rum an den ran. Ja, war schon mal ein Hit drin von Sono. Das ist gut. Du gehst da rein, du gehst da rein. Puh, jetzt haben wir schon mit Masumoto. Ist halt schon wieder schwierig, ne? Der muss irgendwie außen rumlaufen. Weil hier hinten in der Mitte gleich kein Platz mehr ist. Guten Tag. So. 69. Der hat Double Grip. Das ist der einzige. Was hast denn du für eine Waffe? Das sehe ich gerade nicht gut. Aber du hast kein Shield auf jeden Fall. Doch, du hast auch Double Grip. Ah, ich bin blind. Ich habe alle Double Grip. Wir werfen auf dich, weil du hast eine Axt. Hier, 79 daneben gerollt. Eine Frechheit. Und Sotilux hat schon mal jetzt keinen Platz mehr, weil hier die Pfeifen vorgegangen sind, ey. Batz. Der hat keinen Bock mehr. Okay, sie haben zwei Rangies übrigens. Nope, Sonics. Da hast du keinen guten Hit gemacht. Das war wieder gar nicht dein Ding. Okay, der schießt einfach über die Schulter von seinen eigenen Dudes, die fast tot sind. Die schon so am Ausbluten sind. Der schießt einfach drüber. Ja, mach die platt. Mach den Lümmel platt, der mir den Platz geklaut hat, dass sie überhaupt rankommen bei drei Rangies. Das wundert mich ein bisschen, ehrlich gesagt. Die wollen die niederdolchen. Alles klar. Hast du verdient. Leider triggert das auch meine Moralchecks, wenn sie die einfach so niederdolchen würden da. Das ist ein bisschen das Problem. Das ist cool. Ja, das haben sie meine XP geklaut, ne? Weil ich krieg keine XP, wenn die Gegner, also wenn die NPCs Kills machen. Das ist so ein bisschen das Problem. Du gehst mal hier hinten an die Rangies ran. Oh. Okay. Kriegst du mal den hier nieder? So, zwei Hits trotz fucking Shield Wall, Alter. Ach ja, natürlich. Erst ein Kill klauen und dann da reinjuckeln, ne? Ach, der stirbt wieder nicht, Alter. Nyeh. Nyeh. Und Sotilux muss ja irgendwo durch die Gegend juckeln, weil ihr da Dinge tut. Verdient! Das also haben nur die NPC, die Karawanen-Dudes Sachen abgekriegt, ne? Komm schon, Sonics. Sonics, wir brauchen den Kill! Für die XP, Mann! Also ich krieg, glaube ich, wirklich 0 XP, wenn ich den Kill nicht krieg. Was ein bisschen gemein ist. Oh, wenn er den jetzt gekillt hätte, ey. Hätte ich frech gefunden. Ha! Verdient. Da muss ich überhaupt nichts motivieren. Du hast gefällig zu kämpfen, du kriegst Geld. Ach komm schon. Ah. Wieder einen auf die Fresse gekriegt. Geh mal da ran. Haben wir das mal eingetaggt. So. Der holt sich gleich den Last Hit, ne? Ich sehe es kommen. Na, oder er macht es halt so. So, jetzt hätte ich gerne den Last Hit hier. Nope. Hier. Da habe ich einen Last Hit. Sehr schön.
Dann gehe ich ins Step rein, dann können die nämlich nicht mehr schießen. Du bist im Rennen. Na, dann gehe ich hier mal noch ein Stück rum. So, last it. Yes! Alter, Sono? Du hast gar nicht so viel Skill. Oder, never mind, du hast 77 Skill. Ich habe nix gesagt, du hast echt viel Skill. Sono the Skilled oder so, muss ich den dann nennen. Gehen wir hier mitten rein, damit wir uns möglichst viele Leute buffen. 81, 95. Yes! Nice. Sono motiviert dich, der hat einen Banner. Nee, das ist Jean. Entschuldigung. Jean motiviert dich, der hat einen Banner. Der hat einen Banner und... Charge! Das muss reichen. Mehr Motivation habe ich nicht in meiner Truppe. So, und du gehst jetzt da oben drauf, weil du knüppelst dann auf allen rum. Haben wir jetzt hier noch... Nee. Können also eins reingehen. Und werfen. Schade. Batz! Der rennt, der wird deswegen verprügelt, weil er versucht abzuhauen. Der kann auch nicht mehr kämpfen, also nicht mehr schießen. Sind sie meistens deutlich schlechter, logischerweise. Machen wir den Step hier hoch. 63. Yes! Guter Hit. Das ist ein schöner Hit gewesen. Den kann ich verstehen. Ja, den kannst du verprügeln. Das ist nicht meiner. Vollidioten, sich mitten reinzustellen da. Oh, der hat auf Sono versucht zu pieksen. Die Sau. Okay, jetzt rennen sie hier alle. Der rennt. Der rennt noch nicht, aber... Der rennt auch jetzt, die hier unten. Roadfader hat sie alle rennen lassen. Ich mache jetzt gleich mal ein bisschen Licht an. Ich habe so das Gefühl, dass es ein bisschen dunkel ist. Oder? Ja, was weiß ich. Sieht ganz gut aus. So, du rennst noch nicht. Tja, wärst du mal gerannt, wa? Muss ich mal so sagen. Eigentlich hätten wir bei Xeli gerne noch einen Kill. Deswegen, Xeli, du gehst mal dahin. Angreifen konntest du eh nicht mehr, hätten wir dich hier in den Nahkampf gestellt. Das können andere übernehmen. So, wärst halt auch mal gerannt. Na, das wäre besser gewesen für alle Beteiligten. Sono macht noch einen Kill. Dann nehmen wir hier das ein. So, ein bisschen Blutung lassen hier. Let's go. Du hast keine Waffe mehr, also keine Muni mehr, deswegen so. Und da rein. Wir müssen wieder aufpassen, dass wir die Last Hits snacken. Wie da zum Beispiel. Nee, nee, wir run them down. Das ist schon okay. Das kriegen wir schon hin. Also, wir haben noch ein paar Kills gesnackt. Wir haben noch ein paar Kills gesnackt. Oh Gott, hier ist ja alles zu. Ja. Was willst du denn, was ich mache? Da ist ja ein bisschen Auswahl drin. Musst du mir schon die Auswahl noch sagen, was du haben willst von mir? Oh. Einfach ein bisschen Lootchen. Oh. Ja, dann... Oh, puh. Moment mal. 99. Du bist nix wert. Yeah. Ihr seid auch nix wert, so generell. Da hätte ich dich gern noch. Ich glaube, ihr seid noch ein bisschen was wert. Tja. Also... Kann gern auch irgendwas machen, aber ich dachte mir vielleicht so ein bisschen. Und dann haben wir 1, 2, 3, 4, 5 Sachen, die einfach dann jetzt noch nachgezogen werden. Ja, das passt so. Die ersten 5 nehmen wir, glaube ich, noch mit. Lief. Das war eine gute Runde. Wir wollten vor allem eigentlich nach Westerholz. Wir haben noch ein Level Up. Das ist Xander Vierte. Das sollte unser Lone Wolfer werden. Also auf jeden Fall das. Das ist ein guter Roll. Fatigue wäre, glaube ich, ganz gut. Oder Initiative. Oder HP. HP ist auch nicht so hoch, was man da, glaube ich, kriegt. Wobei 2, glaube ich, der Minimalroll ist. Wir geben dir nochmal Fatigue, damit du dicke Rüstung anziehen kannst. Und Kolossos natürlich. Okay.
Ansonsten mal einfach versuche ich 10 Liegestütze zu machen oder 20 Kniebeugen.